Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Kingdom Come Deliverance. Ich entferne mich mal gerade, habe mich schon ein paar Meter zurückbewegt, weil hier kommt eine Wache. Wir wollen den Ort infiltrieren. Und das natürlich ohne jetzt groß Alarm auszulösen. Ich glaube, der holt Verstärkung, oder? Wir gucken mal. Ich bewege mich mal kurz weg. Fing ja gut an. Im letzten Teil haben wir die Hauptstory durchgespielt. Zumindest offiziell. Eigentlich schon im vorletzten. War ja nur noch Dialog. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut übers i gerne rein. Gespannt, was die hier machen. Wir sind hier ja mal durchgeritten. Und danach gehen wir noch nach Scarlets rein. Ich hoffe, wir finden irgendwas Lohnenswertes noch. Ist der da abgehauen oder? Ich habe keine Ahnung. Sind die überhaupt böse? Am Ende knall ich gute ab. Es waren keine Kumaren. Aber ich sehe halt nicht, ob das gute sind oder nicht. Niemand. Komm mal her. Lass mal kurz herkommen und dann schießen wir ihn ab. Du bist zur falschen. Oh nein, kommen da mehr? Körper aufheben. Oh, Servus. Kommt da einer? Oder hat er sich gedacht, das ist mein Kumpel, da müssen wir nichts machen? Ja, da liegt ein Bogen. Sich mal nicht so. Anscheinend haben wir den ersten ganz gut weggeholt. Ich glaube, wenn alle kommen, haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Komm mal her. Was ist das? Ich bin's. Erstmal Schwätzchen. Oh. Ja, Moment. Aua. Ah, okay. Reicht. Moment. Können wir mal kurz aus dem Graben hier raus? So. Scheißkerl! Hä? Okay. Was hat Heinrich da gemacht? Keine Ahnung. Trau dich doch! Okay, ich trau mich. Zum Beispiel hier nichts zu sehen. Okay, das war gemein. Au. Hä? Jetzt von beiden Seiten? Ach, der eine haut jetzt gerade ab. Jo, der haut rein. Aber wir wollen ja eh nur da hinten rein. Darum passt das. Aua. Der ist gut. Na komm. Ich möchte locken. Was? Hast Schiss, oder? Ja. Ich blute, scheiße. Aua. Hilfe.
So, komm, mach hin. Okay, ich habe keine Reichweite. Oh, das. Das nennst du kämpfen? Nee. Ich nenne es parieren mehr. Aber ohne Ausdauer wird es schwierig. Warum, gib mir kurz. So. Au. Au, au. Ich muss mal kurz einen Trank nehmen. Ach, kann ich nicht im Kampf? Ich dachte, Tränke kann ich nehmen. Okay. Gut, dass man, da lernt man auch was nach großer Zeit. Ach komm, Junge. Ich steig gleich auf mein Pferd und schieß dich einfach ab. Ja, komm doch her. So. Wo ist mein Pferd da hinten? Na komm. Ja, die Kämpfe, Huch, was war denn das von mir? Oh, ja, das war's. Dann zack. Was hatte der denn? Ein paar Groschen. Und sonst hat das ja schlechter. Ich muss gleich Verbände nehmen. Aber ich glaube, hier ist alles schlechter. Okay. Mal ganz kurz. Sonstiges. Verband. So. Ach, jetzt haben wir auch keinen mehr, oder wie? Ich glaube, den Rest haben wir im Pferd. Moment. Ja, so kann der erste Part losgehen. Oder so kann der Part losgehen. Was heißt der erste? Ins Inventar. Beide. Passt. Ich nehme auch noch einen Trank für Leben. Welcher war es denn? Regeneriert binnen 5 Minuten 100 Lebenspunkte. Essen. Perfekt. 5 Minuten, da haben wir ein bisschen Zeit. Ja, ich nehme mal wieder Bogen. Der hier ist auch noch da. Haben wir jetzt das ganze Dorf? Ne, da hinten ist auf jeden Fall noch einer mindestens. Hier ist aber alles schwer. Ja, Verband nehmen wir mit. Sehr schön. Ich hätte den Bogen gerne. Oh, Entschuldigung, ich wollte natürlich treffen. Das nächste Mal treffe ich, keine Sorge. Soll das denn mal alles sein? Nee, das soll es erstmal für den Anfang sein. Ach nee, da kommen jetzt wieder alle. Tschüss. So. Ach nee, komm. Moment. Ach ja, das haben wir auch noch nie gemacht, so vom Pferd aus geschossen. Ist ein Wundpfeil, mit dem wir ja schießen. Oh, ich glaube. Ja, Moment. Nicht abhauen. Ja, Moment. Ja. Gut. Okay. Funktioniert echt gut. Also man merkt so einen kleinen Skill-Anstieg. Am Anfang habe ich nie was getroffen. So, warte, wir können mal die Pfeile wieder aufsammeln. Beide. Ringblumenaufguss, regeneriert KP, den nehmen wir natürlich auch hoch.
Gut. Möchtest du? Danke. Und dann nehmen wir das noch. Am Anfang hätte ich das auch nie geschafft, hier durchzukommen. Aber schön. Okay, warte, ich nehme wieder die Pfeile mit. Achso, okay, ein Langstreckenpfeil. Der ist aber nicht von mir abgefeuert. So, mal gucken, ob jetzt überhaupt noch einer lebt. Oder ob wir das jetzt mal plündern können. Eigentlich wollte ich schon längst in Scarlet sein. Aber gut. Ich glaube, jetzt sind wir hier relativ allein. Und dafür, dass wir hier einmal gestorben sind, okay, da kommen wir nicht rein. Ja, ich kann halt leider immer noch keine schweren Truhen aufmachen. Ich glaube, das wird mir gleich zum Verhängnis. Aber vielleicht gibt es ja trotz... Ist der tot? Okay, ja. Dass der so kurz gebraucht hat. Die sind alle schlechter als das, was wir haben. Das wundert mich so ein bisschen. Oder sehe ich das falsch? Drei Stück nehme ich. Haben wir hier was zum Plündern? Warte, hier war irgendwas? Ah, schlafen. Aber ansonsten... Gut, die Banditen natürlich. Aber ich glaube, hier ist gar nichts. Außer so eine Stelle, wo man halt aufgehalten werden soll. Zumindest nicht. Okay, hier öffnen. Da ist nichts drin, natürlich. Wie wäre es auch anders möglich? Ja, hier ist nur so ein kleines Ding. Aber schön gemacht. Ich weiß gar nicht, was man hier dann damals gemacht hat, als hier noch alles, ja, gut war vor dem Angriff. Na komm. Okay, dann halt nicht. Wir sind mittlerweile wieder voll. Der Trank hat echt gut gewirkt. Ich müsste gerne, gibt es eine Anzeige in dem Spiel, wie viel KP man hat? Ich habe keine gesehen, im ganzen LP nicht. So, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wahrscheinlich ganz irgendwo auffällig. Hier zum Beispiel, nee. Hier auch nicht. Hier komme ich nicht rein. Okay. Dann war das eher so ein kleiner Outpost. Kommt man von hier vorne noch irgendwo hin? Eher weniger. Gut, die Tür sieht normal so aus, als ging sie auf. Geht sie aber nicht. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf nach Scarlet selber. Das war ja immer noch nur so eine Vorstufe. Und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ich denke, hier gibt es jetzt nichts Besonderes. Der Outpost war ganz schön. Und dann gehen wir durch das Haupttor. Das ist nicht das hier anscheinend, weil das ist zerstört. Wir müssen außenrum. Machen wir mal ganz kurz. Ich denke, es ist jetzt auch nicht schlimm, dass wir hier mal ein bisschen länger brauchen. Weil, ja, ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, die Parts sind jetzt eher für Leute, die noch ein bisschen was über das Spiel sehen wollen, bevor es dann letztendlich endet. Ja, muss ich da jetzt rein, ist die Frage. Wir kloppen die sich dagegen. Wir können ja schnell zum Pferd. Ich würde auf die gehen, die zusammen gegen die kämpfen. Sind das verschiedene Organisationen? Hallo. Ja, Bogen. Weggekloppt. Ach nee, die kämpfen beide gegen mich. Da habe ich ja schon mal gar keine Lust drauf. Ja, das ist schön. Ich wüsste gern, warum kann ich keinen Pfeil? Also, Bogen. Wert. Habe ich Pfeile ausgerüstet? Ja, ich habe noch Pfeile. 10 Stück. Warum habe ich denen eigentlich geholfen? Na komm, jetzt nimm mal deine Waffe. Ja, der muss irgendwo stecken, das glaube ich auch. Aber wo ist die Frage? Ja. Irgendwie
Ich will Pfeile. Muss ich einen anderen Pfeil auswählen? Verbesserter Spitzpfeil. Let's go. Nee, ich nenne das eigentlich gerade, ich teste, warum ich keine Pfeile habe. Moment. So, mal schnell hier runter. Kommen die? Oder haben die ich glaube, die sind abgehauen. Dann sitzen wir nochmal auf und gucken mal. Kriege ich jetzt? Ach, jetzt habe ich Pfeile, okay. Wo seid ihr denn? Wurden die rein teleportiert oder? Kuckuck. Das ist so eine Brandnarbe der Zerstörung einfach. Krass. Wenn man hier am Ei. Hier kamen sie, glaube ich, rein, gell? Wenn man dann hier. Not bad. Ich glaube, die anderen sind jetzt weg. Man kann hier mal gleich gucken. Vielleicht sind noch oben welche im Burgfried. Da waren wir ja nie drin. Was sind das eigentlich für geile Schilde? Okay, die Rüstung ist alles schlechter. Wir nehmen natürlich die Groschen, das kleine Schmiedeset. Und das Schild hätte ich mal. Speer. Irgendwas. Groschen. Ist hier irgendwas besser? Anscheinend nicht. Oder... Zeigt das überhaupt das an, ob es besser ist? Ich weiß es nicht. Könnte auch einfach das Minuswert, weil die Verteidigung so niedrig, also die Haltbarkeit so niedrig ist. Wisst ihr was? Ich nehme das mal mit. Wir vergleichen das jetzt im Notfall, hauen wir es hier einfach nebendran. Hm. Ja, nur nicht, dass die gleich von hinten kommen. Aha, guck mal, das ist doch besser. Achso, hier können wir aber gleich wieder nur durchgucken. Das ist ja richtig beschissen gewesen. Okay, das hier ist deutlich besser. Ja, die sind geklaut, scheiß drauf. Auffälligkeit, glaube ich, eh ist jetzt... Das Charisma ist dadurch runtergegangen. Okay, muss ich gleich mal gucken. Wusste ich, seit wann haben die eigentlich so Auswirkungen auch auf unser Charisma etc. Dann gehen wir doch mit den Magdeburger Dingern. Ja, das hier können wir mal kurz in die Sattel. Wie schwer ist denn das? 9. Ja, dann fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen, fallen lassen. Ja, fallen lassen. Fallen lassen. Das kann man noch nehmen. Fallen lassen. Was war das nochmal? Konnten wir nicht benutzen, oder? Ah ne, Haltbarkeit 0. Ja gut, dann raus damit. Das müssten wir reparieren lassen. Und fallen lassen. Nein. Wo? Ist da hinten was? Wir gehen mal weiter. Oh, hier war der Markt. Hier war unsere Freundin. Hier sind unsere Eltern gefallen. Hier wurde wahrscheinlich die Burg verteidigt. Kommen wir durch, gell? Ja. Bin gespannt, ob wir gleich rein können in die Burg. Aber schauen wir erstmal hier, wo unsere Story begonnen hat. Der Schmiedetisch von unserem Vater, vermeintlichen Vater. Ach ja. Und hier. Das Grab.
das wir ja eigentlich schaufeln wollten. Aber was wir dann nicht geschafft haben. Ich glaube, damals habe ich mich hier schon umgeguckt nach Truhen. Warum? Wir sind ja am Ende des Spiels. Wir brauchen ja gar nicht mehr wirklich die Ausrüstung. Darum ist es einfach nur mal schön, hier zu sein. Hier kommt man tatsächlich nicht rein. Wahrscheinlich mit so einer No-Collision-Kamera. Muss ich mal gucken, ob es sowas gibt. Wenn man auf YouTube sucht, gibt es das sicherlich. Ist ja auch so bei beispielsweise The Witcher. So Kameras sind extrem cool. So, schauen wir mal kurz da noch hin. Aber hier haben wir auch nichts mehr. Nun gut, dann schauen wir uns mal im Dorf ein bisschen um. Noch. Gehen wir mal, wo wir die Schaufel gefunden haben. Falls ihr euch daran erinnert, das war alles am Anfang des LPs. Wir sind mittlerweile, ich glaube, das ist jetzt Part 97. Wir haben echt viel erlebt in dem Spiel. Habe ich ja schon im Fazit gesagt. Oh. Hat es da irgendwo gebrannt? Also gerade noch so rauchmäßig. Die Gebäude gehen tatsächlich noch. Ich finde, die haben es ganz schön gut überstanden. Aber auch hier erkenne ich jetzt nichts. Achso, wir hatten übrigens ein Level-Up. Darum verteilen wir noch kurz die wahrscheinlich letzten Level des Spiels. Und zwar mit Speer. Komm, solange du dich nicht bewegst. Mit einem guten Ruf in der Gegner erhältst du einen Bonus von 1 auf Stärke, Redekunst, Agilität und Vitalität. Allerdings sinkt dein Ruf erheblich schneller als sonst. Ja, ich würde fast sagen, dass... Ja, Das Leben ist hart. Was ist Hamd? Hart. Du stammst aus einer Schwelle. Nee. Wollte ich nicht. Gelehrter, deine Lesefähigkeit ließ jedoch auf der körperlichen Verfassung. Nee, das will ich nicht. Berüchtigter. Mit schlechten Runen. Speer. Ja, ich komme, ich nehme Speer. Das hat keine Nachteile. Stärke. Huckepack. Leicht aber bewusst, was er zu tragen, verbraucht keine Ausdauer, zudem verlangsamt dich das Tragen nur halb so stark. Mit viel Schwung, deine Angriffe machen mehr Schaden, kosten aber auch mehr Ausdauer. Schädelbrecher, höhere Wahrscheinlichkeit, furchterregend. Deine Feinde sind eher geneigt, die Flucht zu ergreifen. Ja, hört sich doch gut an. Agilität haben wir auch noch einen Punkt. Wenn du keine Plattenrüstung, was tragen wir denn? Ich glaube, das ist Plattenrüstung. Wenn du ausweichst, Würfelglück. Ja, machen wir Spötter. Vitalität. Blutrausch, nachdem du sind deine Angriffe für eine Weile wirkungsvoller mit letzter Kraft. Du überlebst einen ansonsten tödlichen Treffer und obendrein regeneriert sich deine Gesundheit um 20%. Ja, machen wir doch das. Redekunst haben wir auch ein Level-Up, aber da können wir nichts verteilen. Kampf. Je mehr dein Schwert beschädigt, desto größer die Chance, deinen Gegner damit beim Treffer zu vergiften. Hört sich eigentlich ganz gut an. Wenn du dabei deinem Gegner eine blutende Wunde verursachst, erhältst du einen Bonus auf Stärke. Angriffsserie, jeder Treffer in einer nicht unterbrochenen Angriffskette bewirkt mehr Schaden als der Treffer zuvor. Ja, ich glaube, wir haben keine wirkliche Angriffskette gehabt, gell? Da müsste ich immer draufhauen. Entgegen aller Erwartung, deine Fähigkeit und deine Agilität sowie die Fertigkeit Kampf und Verteidigung sind um 20% erhöht, wenn dein Gegner im Kampf in der Überzahl sind. Kann man machen. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Verteidigung, stellender Schrecken. Deine Rüstung ist in Dialogen 30% furchterregender. Rauchen, glaube ich, jetzt nimmer. An deinen sonnigen Tagen glänzt deine Rüstung so grell, dass du für einen edlen Ritter gehalten wirst und einen Charisma-Bonus erhältst. Je mehr Plattenrüstungsteile du trägst, desto höher der Bonus. Okay. Du legst deine Rüstung, Waffen und Gegenstände so geschickt an, dass dir um ein Drittel... Achso, dass die dir um ein Drittel leichter im Inventar erscheinen. Ja, ich mach glänzender Ritter. Mag ich irgendwie von der Vorstellung. Schwert. Bogen haben. Ach, Bogen kann man gar keine Fähigkeiten leveln. Okay. Ja, hier haben wir noch ganz tolle Paraden. Die ich, wenn überhaupt, frei. Dann machen wir Durchlauf, weil es kurz ist. Wir haben das meiste mit Schwert gespielt. Obwohl das Spiel viele verschiedene
Möglichkeiten bereithält, auch das Spiel durchzuspielen. Das ist eigentlich ganz cool. So, hier war jetzt nichts, gell? Nee. Sieht nicht so aus. So, ich schaue nur mal hier so oberflächlich drüber, damit wir einfach nochmal hier waren. So zum Ende. Die Hauptstory haben wir durch. Tatsächlich, ich erinnere mich noch an ein paar der ersten Kommentare, die sagten, man muss hier gut leveln. Ich weiß nicht, ob es immer noch heißt, ich habe, oder ob man sagen würde, ich habe gut gelevelt. Aber ich fand, vor allem auch beim Finale, wir kamen gut durch. Also ich glaube, das kann ich für mich zumindest sagen. Ich habe es schwieriger erwartet. Das Ende jetzt. Das Spiel an sich ist, hat einen guten Schwierigkeitsgrad. Aber nach den Kommentaren habe ich es halt schwieriger erwartet. Ich habe irgendwas reiten gehört, gefühlt. Wo ist denn mein Pferd? Wo bin ich abgestiegen? Hier. Ja, ich habe es schwieriger erwartet, aber ich fand es gut, also einen guten Schwierigkeitsgrad. Das wollte ich sagen. So, ich würde sagen, die andere Hälfte des Dorfes erkunden wir im nächsten Part, damit der auch noch was bietet. Und dann werden wir das Spiel abschließen. Ich denke mal, der nächste Part wird der letzte sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, euch hat auch dieser Part gefallen. Schaltet im vermutlich letzten Part nochmal gerne ein. Und bis dahin, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!